Hallo und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Bierkoch. Wir machen heute einen herbstlichen Blattsalat mit Birnen und Mandeln. Und dafür gehen wir zuerst mal in den Garten ernten. Ja, zunächst ernten wir mal Möhren. Die gehen ja eigentlich immer. Ganz frisch. Klasse aus, ne? Erntefrischer geht's gar nicht. Die kleine hier versuche ich mal zurückzustecken. Manchmal hilft das. Ja, hier zwischen den Zucchini und dem Brokkoli versteckt sich der Schnittknoblauch. Da nehmen wir mal was mit. Also wie Schnittlauch, nur mit Knoblauchgeschmack, etwas dicker, super lecker. Ja, als Salat nehme ich einfach mal den Schnittsalat. Ich könnte auch Lolo Rosso nehmen, aber der Schnittsalat, der muss erst zuerst weg. Und noch so ein Blättchen vom Sellerie nehme ich mal mit zum Gewürzen. Auch super lecker. So, wir nehmen zwei Tomaten. Einmal eine normale rote nehmen wir mit hier. Das sind diese länglichen. Und wir gehen hier rüber und nehmen einfach ein, zwei reife gelbe. Ganz anders vom Typ her. Auch alles super lecker, ne? Ja, ich habe das jetzt alles gewaschen. Dazu habe ich noch Rauke, also wilder Rucola. Der lässt sich sehr gut züchten, auch im Übrigen. Mit zwei Großmarinen für die Birnen gleich. So eine Borretschblüte. Ja, sieht immer toll aus. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch Birne zum Karamellisieren. Ein paar Mandeln oder Haselnüsse. Ein bisschen Braunzucker, Salz, Pfeffer, Apfelessig und Olivenöl. Mehr ist es nicht. Wir starten. Wir rösten zuerst die Mandeln. Ihr könnt natürlich auch Mandeln schon gleich gestipfelt kaufen. Ich habe es jetzt hier im Ganzen. Ich schneide die einfach so ein bisschen. Ein Stückchen. Gebt die in die Pfanne hinein. Und lasst sie dann leicht braun rösten. In der Zwischenzeit schnibbeln wir unseren Salat. Ich mache das mal als Portion. Man kann das natürlich auch im Ganzen machen. Aber ich richte es einfach gleich auf dem Teller an. Dafür haben wir dann unseren Blattsalat. Einfach ein bisschen klein schneiden. Unsere Möhre, die ist nur gewaschen. Das ist meine eigene Möhre aus meiner eigenen Erde. Da finde ich das dann wirklich übertrieben, wenn ich die jetzt auch noch schälen würde. Hört ihr, wie das knackt? Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Und Luxus pur, so was Tolles zu haben. Einfach ein bisschen mit drauf. Tomate. Anderes Messer für. Sieht man die Unterschiede dieser Tomatensorte? Das ist eine, die auch sehr gut zum Kochen zum Beispiel geeignet ist, dass sie sehr trocken ist. Während die gelben hier ganz süße sind. Dann schneide ich meine Kräuter mal. Das ist dann gleich für Salatdressing. Ein bisschen von dem Sellerie müsst ihr natürlich vorsichtig sein, sehr, sehr intensiv. Das ist nur für eine Person, was ich hier mache. Rucola. Den zupfen wir einfach so ein bisschen rein. Stecken den hier so zwischen. Sieht immer ganz gut aus. Hier dieser wilde ist meist so ein bisschen bitterer in der Art. Ich persönlich mag sehr, sehr gerne, aber ist natürlich auch nicht jedermanns Geschmack. Ne? Aber hier noch ein ganzes Blatt. Wie ihr das anrichtet, das ist ja wirklich egal. Man kann es natürlich auch wirklich, wie gesagt, in große Schüssel auch mischen. Okay, jetzt geht's weiter mit den Mandeln.
Die Mandeln sind jetzt geröstet. So sieht das dann aus. Ne? Füllen wir die erstmal um. Dann kommt in die Pfanne Zucker. Essig. Ich nehme hier einen Apfelessig. Harmoniert einfach sehr, sehr gut. Das lassen wir aufkochen. Ja, jetzt kommt der Zweig Zimmern hinzu. Ich mache erstmal leichte Temperatur, also runterschalten, und jetzt machen wir unsere Birnen. Unsere Birnen spalten. Einfach. Das kommt jetzt auf die Größe der Birne an. Möchte ich jetzt hier nicht sagen, Viertel, Achtel, Sechstel, Sechzehntel. Einfach in vernünftige Spalten schneiden, so wie ihr es mögt. Eure Größenverhältnisse. Ich guck mal, dass wir so 5 Spalten haben. Warum 5? Eine ungerade Zahl sieht immer besser aus wie eine gerade Zahl auf dem Teller. Jetzt legen wir die Birnen ein. Wir würzen das Ganze schon mal so ganz leicht noch mit Pfeffer und einer Prise Salz. Weil das Ganze wird gleich auch unser Dressing, der Sud daraus. Jetzt lassen wir das erstmal einkaramellisieren. Ja, dann wendet ihr die einmal, ja, so dass sie schön von beiden Seiten karamellisiert wird. Ich schalte die jetzt aus, lasse das ein bisschen ziehen, das reicht an Hitze. Wenn die Birnen jetzt von beiden Seiten karamellisiert sind, legen wir sie erstmal zur Seite und dann ziehen wir unsere Salatsoße in der Pfanne. Vorsicht übrigens mit den Händen, ihr seht, die sind schon abgekühlt. Ansonsten könnte ich die Birnen jetzt so nicht anfassen, weil Karamell wird sehr, sehr heiß, man verbrennt sich halt sofort. Also warm ist das trotzdem noch ganz schön. So, auch den Rosmarinzweig nehme ich raus. So, jetzt kommt dann nochmal einen ganz kleinen Schluck Essig hinzu. Ein bisschen nach Geschmack. Wenn es zu sauer wird, könnte man auch etwas Wasser hinzugeben. Oder ein Wein würde auch sehr gut passen, ein Weißwein. Das kochen wir jetzt einmal ganz kurz auf mit ein bisschen Öl, ein bisschen Olivenöl. Und dann kommen gleich die frischen Kräuter nochmal rein. So, das Ganze auch schon fertig. Ziehen es ein Stückchen rüber, beziehungsweise sind in dem Zonenzert, das heißt, hier ist sofort die Hitze raus. Kommen die Kräuter noch hinzu. Dann können wir die Birnen anrichten. Die sind noch schön, schön warm. Ne? Zack. Ich habe verkehrt drum angerichtet. Sollte immer so. So in einem Fluss, sage ich mal, sein. Ne? So im Prinzip haben wir hier so ein Rad, haben wir nachsymbolisiert. Unser leckeres Dressing. Dann kränzen wir das Ganze. Dann kommen die gerösteten Mandeln drauf. Und das muss natürlich sofort serviert werden. Wir haben hier eine lauwarme Salatsoße, lauwarme Birnen. Das Ganze zerfällt natürlich. Also, herbstlicher kann es gar nicht sein. Bon Appetit wünsche ich euch, euer Bierkoch. Vollendet bzw. garniert wird er jetzt mit dieser Borschtblüte. Ne? Die sehen natürlich traumhaft aus. Ne? Wunderhübsch. Ja, fertig ist er. Wozu passt der? Der passt zu Wild, der passt zu vielen, allen vegetarischen Gerichten. Zu Fisch, wenn man es so leicht süßlich macht, mit Lachs zum Beispiel, würde auch sehr gut passen. Solo, einfach leckeres Baguette dazu. Fertig ist es. Ne? Ja, wie gesagt, zu ganz vielen Sachen. Unten läuft unsere Salat-Playlist ein. Da gibt es viele Anregungen. Schaut da mal rein. Und wenn es euch gefallen hat, über ein Like oder einen Kommentar freue ich mich besonders. Bis demnächst hier im Kanal.